Der prestigeträchtigste Titel des Wochenendes geht an Jochen Hahn. Der Deutsche ist Truckmaster beim Nürburgring Truck Grand Prix 2019. Der Nürburgring, eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Mehr als 120.000 Zuschauer sind vor Ort bei ETRC Wochenende Nummer 4 der Saison. Sage und schreibe 25 Racetrucks stehen im Grid für Rennen 1 und Jochen Hahn, die Startnummer 1, hat sich die beste Startposition gesichert, bereits zum 6. Mal in dieser Saison. Antonio Albacete auf Position 2, 15 Hundertstel Sekunden langsamer. Und Local Hero Sascha Lenz im gelben Truck mit der 30 holt sich Rang Nummer 3. Ein großer Erfolg für ihn vor seinen heimischen Fans. Dann der Start zum ersten Rennen am Samstagvormittag. Das große Feld der Renntrucks, jeweils über 1000 PS stark, auf dem Weg Richtung Kurve 1. Albacete auf Position 2 bekommt hier gleich Druck von Kiss onboard mit Adam Latzko. Nur auf Position 8 zeigt den Fight zwischen Kosim und Hallen in Kurve 2, der für beide mit keinem glücklichen Ende ausgeht. Zuerst schleppt sich Kosim mit einem Plattfuß vorne rechts zurück, während die Top 6 des Rennens Hahn, Albacete, Kiss, Lenz, Körber und Latzko Richtung Schikane unterwegs sind. Steffi Hallen auch mit Plattfuß unterwegs, vorne links, nach einem weiteren Kontakt mit Fabio Cittignola. Nach 13 Runden die Zielflagge für Jochen Hahn, der 7. Sieg für ihn in dieser Saison. Unglaublich! Jochen Hahn, großer Applaus für den letztjährigen Champion. Das Podium, Albacete auf 2 und Norbert Kiss auf 3. Insgesamt über 50 Trikes stehen bereit, um die Racetrack-Piloten und den ein oder anderen VIP-Gast vor Rennen 2 um die Strecke zu fahren. Polesetter Anthony Janiek, der Franzose, hat im vergangenen Jahr hier an gleicher Stelle Rennen Nummer 4 gewonnen. Der Start, der Franzose innen im gelben Truck, neben ihm Rodriguez, der Portugiese, beide im Kampf um die Führung. Adam Latzko direkt hinter den beiden. Und der Tscheche zeigt hier, wie der Portugiese und der Franzose aneinander geraten. Adam Latzko kann beide auf einen Streich mit seinem Bugira Freightliner in der Mercedes Arena überholen. Fabio Cittignola, der junge Deutsche auf seinem Mercedes-Benz vom Team Tankpool 24, mit einem Federbruch muss er seinen Truck abstellen. Dann Runde 3. Norbert Kiss auf Position 5 greift Anthony Janiek an. Der will seinen 4. Platz aber nicht so einfach hergeben. Schlägt dem Ungarn die Tür vor der Nase zu. Janiek muss danach aufgeben. Der Kampf um Rang 2 in der letzten Runde. José Rodríguez hat keine Chance gegen Sascha Lenz und Jochen Hahn. Der Portugiese trotzdem mit Rang 4 am Ende zufrieden, unmittelbar vor seinem MAN-Markenkollegen Antonio Albacete. Das schwarz-weiß karierte Tuch dann für Adam Latzko auf Position 1 holt hier seinen ersten Sieg der Saison und der erste für den Tschechen seit fast einem Jahr. Dahinter Lenz und Hahn, die das Podium komplettieren. Riesengroße Freude beim Tschechen. So lange hat er auf einen Sieg warten müssen. Und ein riesengroßes Feuerwerk am Ende des Tages zeigt den Fans den Slogan dieses Truck Grand Prix, der da heißt One Truck Family. Rennen Nummer 3 am Sonntag in der Startaufstellung. Jochen Hahn auf der Pole, die zweite am Nürburgring für ihn. Und in der zweiten Position in Reihe 1 neben Jochen Hahn Norbert Kiss. Wahnsinnsbild immer, der Start der Racetrucks am Nürburgring. Hahn kommt gut weg. Sascha Lenz schiebt hier Norbert Kiss an, der von Platz 4 gestartete Deutsche, also schiebt den Ungarn raus. Runde 2, Hahn in Führung, dahinter dann Halm und Albacete. In Runde 3, Terry Gibbon, der Brite im MAN mit technischen Problemen, muss abstellen. Gelbe Flaggen draußen wegen ihm. Onboard mit Norbert Kiss kämpft sich hier vorbei an André Kosim und fährt vor auf die 8. Position, gleichbedeutend mit der Pole Position in Rennen 4. In der letzten Runde, Albacete überholt hier Steffi Halm, die wegen zweimaligen Overspeeds noch eine Durchfahrtsstrafe antreten muss. Und Jochen Hahn gewinnt mit 3 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier dieses Rennen. Steffi Halm in der Boxengasse bekommt am Ende 40 Strafsekunden und fällt bis auf Rang 15 zurück. Eindeutig nicht das Wochenende der Gesamtzweiten. Das Podium Jochen Hahn vor Albacete und Adam Latzko. Durch das Pech von Halm
steht André Kursim auf der Pole für Rennen 4. Neben ihm Norbert Kiss, der Ungar, ganz entspannt vor dem Rennen. Der Start 13 Runden heißt es, nochmal auf der Kurzanbindung der Nürburgring Grand Prix Strecke. Kursim im Truck mit der Startnummer 11. Der gelbe Truck holt sich hier die Führung, während Kiss erst einmal seinen zweiten Rang bis in die Mercedes Arena verteidigen kann. Und Dritter ist schon Antonio Albacete, der von Startplatz 7 früh hier ein paar Positionen gewinnen kann. Um Position 4 kämpfen Gerd Körber und René Reinhardt. Adam Latzko und Jochen Hahn kämpfen in Runde 2 dann um Position 6 und 7, während Steffi Halm schon wieder ausrollt. Die Lenkung hat den Dienst quittiert. Was für ein schwarzes Wochenende für die Deutsche. Onboard mit Norbert Kiss. In Runde 6 in der Schikane, kurz vor Start und Ziel, kann sich neben André Kursim setzen, der einen Fehler gemacht hat vor der Schikane. Norbert Kiss übernimmt die Führung und fährt anschließend auf und davon. In Runde 10, José Rodríguez vorbei an Gerd Körber, fährt hier erneut in diesem Rennen auf Position 4, während Reinhardt und Hahn um die sechste Position kämpfen. Norbert Kiss holt sich den Sieg vor André Kursim und Antonio Albacete. Das Podium des letzten Rennens. Jochen Hahn führt in der Gesamtwertung jetzt mit 67 Punkten Vorsprung vor Antonio Albacete.